Hallo und herzlich willkommen zu meinem Datacron Guide für Ossos, für die drei Datacrons dort. Auf Ossos gibt es insgesamt drei Datacrons mit den Werten Präsenz, Beherrschung und Ausdauer. Wir fangen jetzt als erstes mit dem Präsenz-Datacron an. Und dieses Datacron bringt uns plus 5 auf Präsenz. Und wir fangen einfach mal an. Dafür müssen wir hier in das Gebiet hier ganz im Norden. In die alten Ruinen, da kommen wir am besten hier von diesem Schnellreisepunkt hin, Toter Wald, einfach von da aus dem Weg hier folgen. Bis an meine Position ist nicht wirklich schwer, hier stehen ein paar Gegner, da ist dieser Bunker, wo wir auch eine Story rein müssen und wo auch eine H2 drin ist. Dann ist hier so ganz zwischen zwei Felsen versteckt eine ganz, ganz kleine Höhle. Da müssen wir reinfahren oder reinlaufen. Und hier geht es dann auch weiter, da müssen wir dann rein. Wenn wir ganz unten angekommen sind, hängen wir erstmal hier unten fest. Und dann müssen wir hier diese Leiche hier einsammeln. Die ist ein bisschen versteckt. Die sieht man auch nicht auf dem ersten Blick und auch nicht auf dem zweiten. Diesen zerquetschten Entdecker, den müssen wir einsammeln. Einfach mit Rechtsklick untersuchen. Dann bekommen wir nämlich ein Item, das sehen wir hier auch im Chat. Enterhakengerät bekommen wir dafür. Und den haben wir dann auch hier. Und damit können wir schwierige Terrains überwinden. So wie auch zum Beispiel hier wieder nach oben kommen. Einfach hier raufklicken und dann sind wir auch schon hier. Und dann können wir weitergehen, wo wir das Datacron dann selber holen können. Sobald wir den Greifhaken geholt haben, müssen wir in die Ossos-Schluchten. Das ist das erste Gebiet, was wir betreten. Dann kommen wir hier beim Ossos-Schluchtlager an. Einfach hier dem einzigmöglichen Weg folgen. Hier zwischen diesen beiden Felsen vorbei bis an meine Position. Oder ihr kommt von dem Außenposten, dann einfach hier auch wieder den Weg hier folgen. Und bis an meine Position laufen. Ist nicht wirklich schwer, sollte jeder hinkriegen. Ihr kommt dann von da. Oder alternativ vom anderen Posten kommt auch von da unten. Kommt drauf an und dann sehen wir hier auf der Brücke schon unser Datacron leuchten. Und dann müssen wir einfach nur hier diese Treppe hier lang fahren. Diese halb kaputte Treppe. Hier hochspringen, passt auf, dass ihr hier nicht irgendwo daneben springt oder so. Und dann haben wir hier so einen grünen Greifpunkt. Dort müssen wir einfach einen Rechtsklick drauf machen und dann ziehen wir uns automatisch darüber. Und dann können wir unser Datacron einsammeln. Das erste Datacron. Das unvermutete Überleben von Ossos. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Und dann machen wir auch schon weiter mit dem zweiten Datacron. Das zweite Datacron befindet sich wie auch der Startpunkt vom ersten Datacron in den alten Ruinen. Am besten auch hier wieder vom Toten Wald ankommen, hier dem Weg folgen, hier nach oben und dann hier so lang hier runterspringen. Und dann hier in diese Höhle rein. Ihr kommt dann entweder von da oder von da, eigentlich egal. Ihr solltet halt nur hier diesen Weg nach oben finden. Am besten könnt ihr euch hier an diesem blauen Punkt da orientieren. Da müssen wir hoch. Einfach hier so rauf springen, wenn man es hinkriegen würde. Und hier rauf. Da finden wir hier nämlich ganz versteckt eine Treppe nach oben. Die müssen wir einfach nur benutzen. Und der Rest ist eigentlich geschenkt. Hier rauf springen. Darauf springen, darauf springen, darauf springen, darauf springen, kleines Jump'n'Run, ist aber nicht schwer, das Jump'n'Run, sollte von jedem Spieler machbar sein. Hier über diesen Balken rüberfahren, hier hoch, da hoch, darauf, hier dem Pfad folgen, hier nochmal außenrum. Jetzt werde ich mich aber hier dismounten, zur Sicherheit, dass ich hier nicht noch runterfalle, hier runterspringen oder rüberspringen. Einfach außen rum und schon sind wir hier an unserem Datacron. Dieses gibt uns plus 6 Beherrschung. Zack. Und hier bekommen wir Odan Ur. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr das gerne möchtet. Und dann kommen wir jetzt zum dritten und auch schwersten Datacron. Das dritte und letzte Datacron werde ich in insgesamt 4 Schritte aufteilen. Da es 4 insgesamt verschiedene Sachen sind, die wir machen müssen, als erstes müssen wir insgesamt 5 Schalter aktivieren. Das ist der erste Schritt. Diese befinden sich überall auf der Karte verteilt und wir müssen diese 5 Schalter auch in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Sonst funktioniert das Ganze nachher nicht und ihr müsst das Ganze dann gegebenenfalls nochmal machen. Der erste Schalter befindet sich im Gebiet Alte Ruinen. Hier an meiner Position am besten wieder vom Toten Wald, hier den Weg folgen, bis an meine Position. Hier hinter mir ist dieser Bunker, hier einfach diese Felsen so ein bisschen hochfahren, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und dort müsst ihr einfach nur hier diese Felsen nach oben fahren. Das ist gar nicht mal so einfach, wenn man nicht so ganz mit Springen beherrscht ist. Aber wie man sieht, eigentlich, wenn man sich nicht so doof anstellt mit dem Springen, ist das problemlos möglich. Hier rauf springen, dann müssen wir hier rauf springen, dann hier rauf. Ist ein bisschen doof mit den Felsen.
Na komm, jetzt haben wir es. Und dann haben wir hier den ersten Schalter, den wir dann drücken müssen. Das haben wir jetzt hier gemacht. Wie man sieht, der respawnt auch sofort wieder. Und dann zeige ich euch jetzt, wo der zweite ist. Der zweite Schalter befindet sich in den Ossus-Schluchten. Das ist das erste Gebiet, was man betritt, wenn man den Planeten betritt. Beziehungsweise auf Imp-Seite zumindest. Hier fängt man dann an und dann einfach hinlaufen. Am besten kommt ihr auch von den alten Katakomben. Das ist der dichteste Taxipunkt. Und dann geht ihr ganz einfach zu dem ersten von diesen Brücken, nenne ich es jetzt einfach mal. Von den ersten von diesen Steindingen hier. Da oben ist der Taxipunkt, wo ihr ankommt. Kommt einfach hier die Treppe runter. Passt auf, dass ihr nicht den falschen Wasserfall nehmt. Also wirklich den Wasserfall, wo hier das letzte von diesen Dingen ist. Wo es dann hier ganz tief runter geht. Dort müssen wir einfach nur auf diesem Stein hier, das ist insgesamt dritte, hier einmal runterspringen. Und dann haben wir hier schon den zweiten Schalter, den wir jetzt hier direkt drücken müssen. Und dann holen wir uns den dritten Schalter. Der dritte Schalter befindet sich im Gebiet Farmen. Das ist das Gebiet hier, ja, relativ zentral, nicht ganz im Westen. Also ganz im Westen wäre ja hier der Tempel, sondern hier so relativ zentral. Der dichteste Taxipunkt ist hier das Gebiet Farmen. Einfach hier den Weg folgen, bis hier an meine Position. Das werden die meisten auch schon kennen hier. Das habe ich ja schon auf dem PTS gezeigt, diese Höhle hier. Hier ist eine kleine versteckte Höhle, wo wir dann den dritten Schalter finden. Dort einfach reinfahren und dann hier den Schalter drücken. Da ist er. Zack. Und dann geht es jetzt zum vierten Schalter. Der vierte Schalter befindet sich in der Jedi-Bibliotheksruine. Das ist das Gebiet hier ganz im Westen. Einfach hier mit dem Taxi zur Jedi-Bibliothek fahren. Ihr kommt dann dort an, beziehungsweise auf der Webseite dort. Dort dann einfach den Weg hier in die Ruinen rein. Dann kommt ihr hier so rein, hier einmal rum, bis an meine Position. Dort haben wir dann hier so eine, ja, so ein paar zwei Räume, wo auch vor einem hier so eine Vase vorsteht. Dort müssen wir einfach nur hochspringen. Das ist ziemlich einfach. Dann können wir hier wieder runterspringen. Schon haben wir jetzt hier ein verstecktes Gebiet. Und hier müssen wir dann den Schalter suchen. Der befindet sich genau, das wollte ich selber gerade mal gucken, hier. So ein bisschen versteckt hinter diesem aufgebrochenen Boden hier. Dort ist der vierte Schalter. Auch einfach drauf gedrückt, fertig. Und dann holen wir uns dann auch schon in den fünften und letzten Schalter. Hier nochmal ganz kurz auf der Karte gezeigt. Hier so gesehen außerhalb der Karte. Der fünfte und letzte Schalter befindet sich wieder im Gebiet alte Ruinen, wie auch der erste Schalter. Diesmal jedoch ziemlich weit im Westen. Auch wieder hier der nächste Schnellreisepunkt, der Tote Wald. Einfach hier wieder runter, da wieder hoch. Und dann einfach dem Pfad bis auf meine Position folgen. Ihr kommt dann von dort. Hier ist dieser Boss-Droide, den man auch für eine Daily Quest besiegen muss. Hier könnt ihr euch an diesen großen Geschützen, diesen kleinen Geschützen orientieren. Hier fahrt ihr einfach hier bei dieser Basis die Wand hier hoch. Oder die Felsen. Dann springen wir hier schon hoch. Dort müssen wir einfach noch hinspringen. Dahin zu kommen ist eigentlich für den normalen geübten Springer auch kein Problem mehr. Auch wenn ich mich jetzt gerade ein bisschen blöd anstelle hier. Na, komm mal auf mich an die Seite zu drücken, jetzt geht's. Also dahin zu kommen ist eigentlich kein Problem. Ihr könnt natürlich auch von woanders versuchen hochzuspringen, das ist jetzt hier so mein Pfad. Und dann klicken wir auch diesen Schalter und dann haben wir soweit alle fünf Schalter gedrückt. Der befindet sich genau hier auf der Karte. Im zweiten Schritt müssen wir nun in den alten Ruinen, also auch wieder im gleichen Gebiet, wo auch der letzte Schalter war. Hier wieder ganz zum Anfang, ganz in den Osten, wo auch der erste Schalter in der Nähe war, der war ja hier oben. Auch wieder am besten zum Toten Wald porten und hier den Weg folgen. Bis ganz an den Rand der Karte, wo auch hier dieser R8X4 Boss ist. Und den könnt ihr auch orientieren, beziehungsweise auch hier an dem Maprand. Dort findet ihr hier relativ dicht am Maprand hier eine Phase, die auch grün leuchtet. Da müsst ihr reinfahren, die leuchtet übrigens auch immer grün. Da könnt ihr immer reinfahren. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sehen wir hier an dieser Wand so ein Symbol. Hier können wir uns jetzt angucken, ob wir alle Schalter benutzt haben. Und dadurch, dass es hier so schön blinkt und hier auch alle Dinger leuchten, das bedeutet, das ist gutes Zeichen, wir haben alle Schalter richtig gedrückt. Und bekommen auch nochmal als Dankeschön hier für diese harte Arbeit eine schöne Schatzkiste. Wo wir mal gucken, was da so Schönes drin ist. Dann mit ein bisschen los. Loot. Ich will gut zum aussehen. Beispiel hier lila Zeug oder auch Handwerkszeug oder auch, ich weiß gar nicht, ob Ruf auch mit drin ist. Hier ist zum Beispiel auch noch ein Stim. Zeug, was man alles gebrauchen kann. Gegebenenfalls steht auch hier hinter noch eine Kiste. Jetzt gerade nicht. Also hier steht gerne auch mal eine Kiste. Nur so by the way. Und dann müssen wir jetzt zum nächsten Punkt. Im dritten Schritt müssen wir nun wieder zurück in die Jedi-Bibliotheksruine, wo auch der vierte Schalter war. Der war ja hier. Jetzt müssen wir allerdings hier in die Instanz rein. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, leuchtet die Instanz grün. Das heißt, wir können rein. Hier sollte dann eine grüne Gruppenphase sein, wo ihr reingehen könnt. Hier befinden sich auch sonst keine Gegner.
Hier geht auch direkt schon die Tür für uns auf. Da können wir also problemlos durchfliegen. Oder durchlaufen, wenn wir eben nicht fliegen können. Wir müssen hier bis zu diesem Punkt hier. Auch hier geht die Tür schon für uns auf. Dort haben wir hier nämlich eine schöne Markierung. Dort. Jetzt aber nichts wie hoch. Hier müssen wir dann erstmal hochspringen. Am besten hier so an der Seite. Also die Markierung zeigt uns schon mal, dass wir hier richtig sind. Und dann haben wir hier ein verstecktes Loch. Dort müssen wir rein. Da haben wir hier nämlich wieder ein kleines verstecktes Gebiet. Im Loch. Dafür erst einmal hier ganz runter. Nun ist etwas Jump'n'Run für uns angesagt. Und das Ganze ist in insgesamt 3 Level aufgeteilt. Am besten folgt ihr hier auch diesen blauen Dingen. Wir bekommen hier auch etwas Licht. Am besten diesem blauen Blumen hier folgen. Also wir kamen jetzt gerade von hier. Jetzt müssen wir uns hier etwas mit Jump'n'Run auskennen. Dafür einfach jetzt hier wieder rüber. Hier langlaufen. So sehen ist es nicht wirklich schwer. Jetzt müssen wir hier einmal hoch. Na komm. Was ich nicht so doof anstellen würde, wäre es auch etwas einfacher. Denn darauf. Toll und nicht runterfallen. Also nochmal, wenn ihr hier runterfallt, ist es nicht schlimm. Einfach nochmal neu versuchen. Also hierauf. Dann müssen wir. Darauf leider kann man hier keinen Gleiter nutzen. Dann bis hierauf. Wenn ihr etwas unsicher seid, nutzt auch einfach den Raketenschub. Leider ist es jetzt ziemlich dunkel, dass man hier wenig sieht. Dann müssen wir auf diese Plattform rauf. Dann auf diese hier. Und dann hier. Dann hier nicht runterfallen, aufpassen. Passt auf, dass ihr nicht in euch reinscrollt, weil sonst habt ihr nämlich kein Licht mehr. Dann müssen wir auf das Ding hier rauf. Dann müssen wir einmal hier runter. Bisschen weit hier rüber, nicht runter. Dann darauf. Hoppala. Dann am besten nach oben. Je höher man ist, desto besser. Hier rüber springen. Hier ist Plattform unter uns, unter euch, keine Sorge. Dann müssen wir hier rüber. Hier immer lieber noch etwas mehr springen als einmal zu wenig. Auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Dann hier rüber springen. Da hätten wir das erste Level auch schon mal geschafft. Hier angekommen müssen wir hier hochspringen. Darauf. Darauf. Das ist gar nicht mal so einfach, aber auch gar nicht mal so schwer. Hierauf. Hoppala. Na komm. Hier muss ich hoch, so. So, genau, jetzt haben wir es. So. Jetzt müssen wir hier rüber, das sieht man kaum. Aber es ist da, die Plattform. Dann haben wir hier im Westen eine sehr, sehr doofe Kamera, aber wenn man sich konzentriert, geht das auch so, wie man sieht. Dann müssen wir hier rüber. Wenn ihr hier runterfällt, ist es nicht schlimm, wenn ihr es noch schafft, hier wieder hochzukommen. Na komm, Kamera, du bist mal ein bisschen großer Feind. Weiter geht's in diese Richtung. Das mache ich eigentlich lieber mit Raketenschub, weil das sonst eigentlich fast nicht machbar ist, der Sprung. Ich finde den persönlich ziemlich, ziemlich schwer, den Sprung hier. Also ich bin da schon jetzt einige Male abgekackt. Da hätten wir das zweite Level jetzt auch erstmal schon mal geschafft. Dann fehlt jetzt nur noch das dritte. Und dann geht es auch schon wieder weiter mit den mit der dritten Passage, so gesehen. Eine dritte Passage gibt es noch. Dafür müssen wir. Na komm. Hier zuerst hoch auf den Felsen hier. So, da hoch. Hier hoch. Dann da weiter. Hier einfach langlaufen. Dann auf die Plattform rauf. Dann müssen wir auf die Plattform. Ich glaube, die andere Plattform, wenn man sich oft sparen kann, theoretisch. Dann darauf. Leider spielt einem die Kamera jetzt ziemlich in die Karten. Und dann hätten wir das dritte und letzte Level auch erstmal geschafft. Und dann war es das endlich. Das war gar nicht mal so einfach. Und dann haben wir hier so einen schönen, einen weiteren Schalter. Den klicken wir an. Sobald wir den Schalter gedrückt haben, müssen wir eigentlich hier noch nicht weg, denn erst müssen wir noch wieder einen kleinen Jump'n'Run machen. Das ist eigentlich diesmal nicht so schwer. Wenn ihr hier runterfällt, ist es nicht schlimm. Ihr respawnt. Besser.
nach einer kurzen Wartezeit wieder hier oben. Also keine Angst, wenn ihr runterfallt. Wir müssen es nur schaffen, hier irgendwie rüberzukommen. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schwer. So. Schon sind wir out of map. So kurz gesagt. Hier müssen wir bis ganz ans Ende. Sehen wir es nicht ganz ans Ende, sondern bis... Hier sehen wir unser Datacron auch schon auf diesem Ständer drauf. Nun müssen wir hier auf der linken Seite weiter. Pass auf, dass ihr hier nicht runterfallt, wie Kallio gerade. Hier auf an diesem Teil hier ganz vorsichtig vorbei. Dann hier wieder hoch. Hier nochmal das gleiche in grün. Dann müssen wir hier rüber. Und das sollen wir dann weiter meistern. Wenn ihr irgendwo runterfallt, landet ihr wieder am Anfang. Dann haben wir nämlich da den nächsten Schalter. Hier nutze ich jetzt mal meinen Raketenschub. Das müsst ihr nicht unbedingt machen. Das mache ich jetzt hier nur, dass ich jetzt hier nicht runterfalle. Und dann drücken wir auch hier den Schalter. Und wenn wir das gemacht haben, haben wir jetzt hier nämlich Boden runter. Also jetzt können wir hier nicht mehr runterfallen sozusagen. Und dann müssen wir wieder zurück zu dem Datacron, was wir gerade eben gesehen haben. Das mache ich jetzt mal etwas schneller. Hier ist nämlich das Holocron von Oth Bnar. Das sammeln wir jetzt ein. Ja, natürlich haben wir das Datacron jetzt noch nicht bekommen, denn jetzt geht's zum vierten Schritt. Im vierten und letzten Schritt müssen wir wieder zurück in die alten Ruinen, und zwar ganz hier in den Osten, wo wir auch vorher im Schritt 2 schon mal waren. In dieser persönlichen Phase, wo wir auch geguckt haben, ob unsere Schalter richtig gedrückt worden sind, denn hier müssen wir wieder hier in diese Gruppenphase rein, hier in der versteckten Bereich hier. Da müssen wir wieder reinfahren. Und das ist auch glücklicherweise der letzte Schritt, den wir machen müssen, um unser Datacron zu erhalten. Wir klicken nämlich einfach hier, wenn das hier blau leuchtet, hier, das müsste eigentlich dann bei euch auch blau leuchten, hier auf diesen Holocron-Sockel. Oth Bnar. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Dieses Datacron bringt Ausdauer plus 2, wie ihr gerade gesehen habt. Und zusätzlich bekommen wir auch noch hier als großes Dankeschön und natürlich auch als Belohnung für unsere ganzen Mühen, um dieses Datacron zu kriegen, eine kleine Belohnung, und zwar Oth Bnars Waffentuning, was wir unsere Waffe reintun können. Das sieht dann so aus. Das hat dann hier so ein paar, ja, so ein Würmer oder sowas darstellen oder irgendwelche anderen Dinger hier drum. Ja, so ein Waffentuning halt. Kann man auch verkaufen, wenn man es möchte. Das ist man natürlich am besten nicht, wenn man es unbedingt benutzen möchte. Ist für eine Waffe vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, Leute, das war es jetzt auch mit den drei Datacrons auf Ossus. Eigentlich müsste es dafür, glaube ich, auch einen Erfolg oder sowas geben. Wir können mal gucken. Hier bei Ossus sind da die drei Datacrons ausgeleuchtet. Hier sind die drei Datacrons ausgeleuchtet. So, und das war es dann auch mit den Datacrons von Ossus. Und ja, ich hoffe mal, es hat euch geholfen. Und falls euch geholfen hat, hinterlasst doch mal bitte einen Kommentar. Und natürlich auch einen Daumen nach oben oder, wenn ihr wollt, auch ein Abo. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis bald. Ciao.